willkommen zu Hause, willkommen bei Ländle TV. Und damit darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Ländle TV Wochenmagazin. Wir starten gleich mit unserer Sendereihe Lehre im Fokus. Und dort geht es in dieser Woche um den spannenden Lehrberuf des Elektrotechnikers. Elektrotechnik teurer in Wolfurt. Der Allround-Anbieter in Sachen Elektroinstallationen und Energieberatung. Seit über 20 Jahren legt man auf technisches Know-how viel Wert, um in verschiedensten Bereichen erfolgreich tätig zu sein. Wir haben das immer zur Philosophie gemacht, dass wir breit aufgestellt sind. Wir sind in der Elektroinstallationen tätig für große Bauträger in Vorarlberg. Wir haben PV-Anlagen haben wir gebaut, wir sind auch noch nach wie vor in der VKW, in einem Werksvertrag mit Flotte-Ladestationen, wo wir im ganzen Land die Schnellladestationen und die Wallboxen installieren. Also wir haben das zum Ziel gemacht, dass wir breit aufgestellt sind. Ebenso muss man als Elektrotechniker am Puls der Zeit bleiben. Die Digitalisierung hat auch vor jenem Beruf keinen Halt gemacht. Technisch natürlich viel versierter mit PC, alles. Heutzutage braucht man überall einen PC vieles am PC zum das ganze Programmieren in Betrieb nehmen. Somit ist es dann schon gleich mehr Ware als nur ein Elektriker. Wir mit Schraubenzieher etwas zusammenschrauben. Um weiterhin ein starker Partner im Bereich der Elektrotechnik zu sein, setzt man gezielt auf die Lehrlingsausbildung. Eine fundierte Lehre von den Basics bis hin zu Spezialgebieten. Was jeder Elektriker-Lehrling natürlich lernt, ist, was man vom Haushalt oder von der Wohnung her kennt. Ein Lichtschalter, eine Steckdose, ein Kabel. Also das ist so die Grundausbildung oder das ist das Grundlegende, was ein Elektriker lernt. Dann, wie gesagt, gibt es noch Zusatzmodule, wo es dann wirklich reingeht, bis zur Netzwerktechnik, wo natürlich dann sehr umfangreich ist, wo auch mehr Theorie dazu gehört. Bei Elektrotechnik teurer wird den Lehrlingen von Anfang an Verantwortung übertragen. Dies fördert genaues Arbeiten und das Kennenlernen der Abläufe. Also wir fangen an mit Planung. Also wir schauen, was man in der Wohnung braucht. Also ob wir 10 oder 20 Steckdosen haben, ob das konventionelle Installation ist oder kein X. Dann ganze Materialbesteller, Kasten zusammenbauen und dann bestücken und dann eigentlich noch einen Plan für Drahten. In der Ausbildung befindet sich momentan auch Ala Dela. Nach der Flucht vor 2 Jahren aus Syrien schloss er in Lauterach die Hauptschule ab und fand dann den Weg zu Teurer. Im Betrieb ist er völlig integriert und selbst ist er froh, diese Chance erhalten zu haben. Dann habe ich bei Elektrotechnik angemeldet. Ich bin hier eine Woche schnuppern gekommen. Es ist der zweite Tag, wo ich da war. Der Chef hat gleich zu mir gesagt, Ala, du bist gut, du kannst gleich bei uns eine Lehre anfangen. Was gut ist, bei uns in der Firma, du kriegst alles, was du willst. Wir haben einen guten Chef. Halt. Ich bin jetzt als zweite Lehrjahr, ich habe ein eigenes Auto, ich habe eigene Werkzeug wie ein normaler Mitarbeiter hier. Das angesprochene Auto wird natürlich mit Strom betrieben. Mit jenem geht es dann auch ab auf die Baustellen, wie zum Beispiel nach Feldkirch zur neuen Bahnhof City. Hier ist die Firma Teurer für die gesamte Elektrotechnik zuständig. Und auch hier kommen die Lehrlinge zum Einsatz. Und was sollen die neuen, jungen Mitarbeiter denn mitbringen? Spaß. Spaß an der Sache. Egal, was er für Aufgaben oder für Herausforderungen kriegt, ob die klein oder groß sind, dass er einfach Freude oder wirklich einen Spaß hat an dem, was er macht. Elektrotechnik teurer. Intelligente Energie, schnell, persönlich und zuverlässig.
Ja, das Thema Bildung und Ausbildung ist ja jetzt nicht nur aufgrund der Ferien und dem Semesterende in aller Munde bei uns in Vorarlberg. Und damit darf ich Sie begrüßen zu einer neuen Ausgabe von unserem Ländle-Talk. Und es geht heute nicht direkt um die Schule, sondern um Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler. Und da freut es mich sehr, dass sie da ist, und zwar die Elisabeth Geier von der Smile Academy. Servus Elisabeth, hallo. Hallo, danke für die Einladung. Gerne, schön, dass du da bist. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Das ist immer ein bisschen entspannter, finde ich, mal für mich zumindest. Nicht, dass sich manche wundern, wieso wir per Du sind. Ich habe es gerade gesagt, wir fangen einmal ganz zu Beginn an. Smile Academy. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, wenn jemand zu dir kommt, ist auch oft die Frage, um was geht es denn da jetzt genau? Wie kam es überhaupt zur Gründung dieser Smile Academy und warum auch dieser Name für dieses Thema? Also gegründet habe ich es 2013 im März, also vor rund 7 Jahren. Ich habe davor schon während meinem Studium Nachhilfe gegeben und habe ziemlich viel positive Resonanz gekriegt und habe es auch wirklich wahnsinnig gern gemacht. Und so habe ich mir dann den Schritt in die Selbstständigkeit überlegt und habe dann im Ganalareal auch die passenden Räumlichkeiten damals gefunden. Und ja, dann habe ich mir natürlich einen passenden Namen überlegen. Das war gar nicht so einfach. Ja. Für mich ist dann festgestanden, ich wollte nichts mit Lernen, nichts mit Hilfe, also irgendwas Positives. Und so bin ich dann schlussendlich eigentlich auf Smile gekommen, weil Lernen sollte doch auch Freude machen. Genau. Also es geht, um das vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, es geht natürlich grundsätzlich um das Thema Nachhilfe, da schon mit diesem Wort Hilfe natürlich, was jetzt bei dir im Namen nicht vorkommt, aber natürlich geht es um das Thema. Was unterscheidet euch denn jetzt auch, in dem Fall ist ja auch schon jetzt nicht, dass du das seit gestern erst machst, sondern eigentlich wirklich schon eine lange Erfahrung, schaut's auch mit deinem Unternehmen, was unterscheidet euch auch vielleicht von anderen Nachhilfeinstituten? Also in erster Linie gibt es bei uns immer keine Vertragsbindung. Das machen wir überhaupt nicht. Bei uns können die Schüler einfach Stunden buchen, so viel wie sie es brauchen, je nach Bedarf und natürlich je nach Kapazität. Ich muss dazu sagen, sehr viele kommen regelmäßig, 1, 2, 3 Mal pro Woche sogar, wie gesagt, je nach Bedarf. Dann haben wir aber auch sehr viele Schüler, die schon sehr gut sind und die brauchen es natürlich nur sporadisch einmal, dass sie wirklich bei Unsicherheit vor einer Schularbeit einmal 1, 2 Stunden möchten, zum gewissen Themen noch einmal durchgehen und ja, das reicht dann eigentlich auch. Also da geht ihr wirklich ganz speziell auf jeden Schüler, für die Schülerin ein, je nachdem, was es braucht. Also es ist nicht ganz so diese genau. Stangenware in dem Sinn, wenn man das so sagen will, macht halt das und dann ist fertig, sondern wirklich ganz gezielt auf jeden Einzelnen. So ist es. Und darum ist bei uns auch der Einzelunterricht sehr gefragt, weil wenn man da eben intensiv auf das Thema, auf das jeweilige Thema, wo der Schüler Schwierigkeiten hat, eingehen kann. Und Gruppen da man generell eigentlich nicht mischen, wenn, denn nur wenn sie wirklich aus der gleichen Klasse kommen, das gleiche zum Lernen haben, dann macht es so Sinn, dass man die Gruppe zusammennimmt oder wenn sie Geschwister sind, aber ja, im Allgemeinen bin ich eigentlich eher dagegen, darum ist der Einzelunterricht bei uns so das Spezielle. Um da auch wirklich auf die Bedürfnisse einzugehen, genau, und wirklich zu schauen, was hängt und wie kann man am besten helfen. Genau, das ist es ja, oder? Und oft kommt man dann oben wirklich mit weniger Stunden viel schneller vorwärts, als jetzt wirklich mit vielen Stunden in der Gruppe. Ja, dass dann am Schluss das Lächeln dann bei allen genau, ist natürlich, oder? Gehen wir mal noch ein bisschen ins Element. Es gibt ja ganz unterschiedliche Fächer. Unterrichtet ihr dann alle Fächer oder helft in allen Fächern oder gibt es da ein Portfolio, wo man sagt, das ist es und das andere geht vielleicht nicht so gut? Es sind eigentlich wirklich ziemlich alle Fächer abgedeckt. Also am gefragtesten ist natürlich Mathematik. Da wäre ich jetzt auch dabei. Und das gibt es bei uns natürlich bis zur Matura oder sogar noch drüber draussen. Sprich auch für HTL und HAC und HLW, was es alles gibt. Dann natürlich auch die ganzen Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Latein, ist alles bei uns im Repertoire. Auch Rechnungswesen, Buchhaltung gehört dazu. Dann möchte ich noch dazu sagen, unterstützen wir auch Lehrlinge. Ja, das wird auch oft in Anspruch genommen. Da wenden sich öfters einmal die Unternehmen oder die Lehrlingsausbilder direkt an uns, wenn sie merken, ein Lehrling hat da in der Schule Schwierigkeiten und ja. Da möchte ich noch dazu sagen, die Lehrlingsnachhilfe wird zu 100% von der Wirtschaftskammer gefördert. Das wissen viele nicht.
Ja, und wir wickeln das eigentlich dann immer direkt über die Firmen ab. Also da, ich hake da kurz ein, weil das ja auch ein bisschen natürlich das Thema ist. Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Klar sagt vielleicht der eine oder andere, die einen haben ein bisschen mehr, die anderen haben ein bisschen weniger. Oh, wenn ich jetzt mein Kind zur Nachhilfe schicke, das kostet ein Vermögen, das geht gar nicht. Also da gibt es auch Möglichkeiten, wie man sich schon, ich nenne es jetzt mal, arrangieren kann. Ganz genau, ja. Ich finde es immer schade. Also Bildung sollte eigentlich keine Frage vom Geld sein. Ist aber leider doch in Wirklichkeit oft so. Darum schaffen wir mit Organisationen zusammen, wie zum Beispiel Wo rettet das Kind oder Start, die wirklich Kinder aus, ich sage es, einkommensschwacheren Familien finanziell unterstützen und da die Nachhilfe befördern. Und das ist ganz eine tolle Sache und funktioniert ganz unkompliziert. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es hat natürlich eine Riesendiskussion aufgeworfen, Note ja oder nein, wie alternativ oder was auch immer. Wie steht ihr da dazu, jetzt als die, wo, egal ob jetzt Note oder Bewertung am Schluss, unterstützen, dass es überhaupt funktioniert? Ja, das ist eine schwierige Frage. Es ist, auf der einen Seite braucht es natürlich ein Notensystem für eine einheitliche Leistungsbeurteilung. Auf der anderen Seite tut es manchmal fast weh, wenn man sieht, wie die Leistungen von Schülern so auf Punkte oder Noten reduziert werden. Ja, und oft gar nicht wirklich das widerspiegeln, was der Schüler wirklich kann. Und generell finde ich einfach, ist unser Schulsystem sehr defizitorientiert und man geht viel zu sehr auf die Schwächen, man konzentriert sich viel zu sehr auf die Schwächen von der Schüler und hackt auf denen umeinander, anstatt sich eigentlich auch auf die Talente zum Konzentrieren und dir zum Fördern, also was viel wichtiger wäre. Stärken heißt ja auch immer, wenn man immer gut ist, dann sollte auch da besser werden. Und wenn jemand schlecht ist, kann man natürlich was tun. Also in dem Sinn könnte man sicher da oder da ein bisschen an manchen, ich sage jetzt mal, Schrauben drehen, wenn man es einmal ganz vorsichtig so ist es, ja. Schule, Semesterferien sind jetzt, die erste Semester vorbei. Ist es für euch eine Zeit, wo ihr jetzt in den Ferien, habe ich Ferien oder gibt es da auch spezielle Angebote dann, um zu sagen, jetzt vielleicht zum Start ins neue Semester oder ins neue Schuljahr, dann natürlich auch im Sommer gibt es spezielle Geschichten, wo man ein bisschen nachziehen sollte. Ja, gerade in der Ferien, in den Semester und in der Osterferien, die nutzen wir immer für die Intensivkurse, gerade Richtung Matura, haben wir Matura-Vorbereitungskurse oder auch für die Sprachen wiederum, wer jetzt in Englisch Schwierigkeiten hat, wo man wirklich die ganzen Teilbereiche noch einmal fest trainieren kann. Im Sommer gibt es bei uns immer die Smile-Sommerschule. Die wird auch viel genutzt. Ja, ist immer ganz eine tolle Sache. Da werden die Schüler einfach aufs kommende Schuljahr vorbereitet. Und man wiederholt noch einmal das vom letzten Schuljahr. Ist dann auch immer ganz ohne Druck, wird da gelernt. Im schönen Wetter so gerne verdussen im Garten. Da haben wir eine tolle Terrasse. ja, das ist immer ganz toll. Für die Schüler und für die Lehrer. Ja. Macht dann auch Erfahrung. Spaß, soll ja auch ein bisschen Spaß machen natürlich. Natürlich, das ja, dazu, das ist oder? Es, ja, genau. Und als Vorbereitung dann. Sicher, Smile Academy, ja, ganz genau. wenn man das auch anspricht, wenn man jetzt Noten und alles außen vor lassen und Leistungsdruck und was natürlich alles dazugehört in gewisser Weise. Ich denke aber auch so, dieser Nachhilfeunterricht, da geht auch viel darüber hinaus. Ich denke, das ist ja auch viel persönlich mit den Schülerinnen und Schülern tun, gewisse persönliche Beziehungen natürlich aufbauen. Ich denke, da hängt noch mehr dran, als wie so, wenn man sagt, das ist die klassische Nachhilfe, du kannst jetzt das nicht, also lerne ich es dir. Nein, es ist natürlich viel, viel mehr. Also man baut da gerade im Einzelunterricht natürlich oft eine sehr persönliche Beziehung zu der Schülerruf und ist für manche natürlich auch dementsprechende Bezugsperson. Und darum sage ich, es ist bei weitem sind es nicht nur die Noten, die nachher besser werden, wo man freut, wenn man das mit beobachten kann, sondern wenn man merkt, dass sich da im Mensch was tut, dass da das Selbstvertrauen gesteigert wird und dass da vielleicht schüchterne Mädchen plötzlich wieder aufrechter gehen. Und ja, das ist einfach was Tolles. Und die Freude am Lernen einfach wieder entdecken, weil oft ist es einfach so, dass das Lernen oder Schule an sich so negativ behaftet sind, einfach mit Druck und mit, dass es einfach schwer ist. Und das probieren wir eigentlich zum Vermitteln, dass das Lernen was Schönes sein kann und wirklich früh machen kann. Gehen wir vielleicht ein bisschen auch auf die andere Seite, also auf der einen, auf die, wo den Unterricht geben in dem Sinn. Was muss man denn da so mitbringen, wenn man jetzt sagt, das wäre was für mich, ich möchte Smile-Trainer in dem Sinn werden jetzt bei euch? Ja, also in erster Linie ist schon mal wichtig, dass man sich in dem Fach, das man den unterrichtet, sehr gut auskennt, ausgezeichnet sogar und auch mit der Prüfungsmodalitäten von der Zentralmatura vertraut ist, weil da hat sich in den letzten Jahren doch einiges getan, dass man sich da viel damit befasst hat, einfach wie das genau abläuft
um die Schüler nachher da optimal auf die Zentralmatura vorzubereiten. Mhm. Das andere, was mir aber auch immer ganz wichtig ist, ist, dass die Lehrer ein Gespür für die Schüler einfach haben. Und weil der beste Experte nützt ihm nichts, wenn er es nicht richtig umbringen kann. Mhm. Wichtig ist einfach auch, dass der Lehrer viel Geduld mitbringt und schaut, dass er das richtig umbringen kann. Mhm. Vielleicht auch verschiedene Erklärungsansätze hat. Ja, und eine motivierende und eine positive Einstellung der Schüler gegenüber hat. Mhm. Also ja. Auch da, klar, das Wissen muss da sein, aber die menschliche Ebene muss einfach auch da genau, funktionieren. Oder? Ganz das, genau, das es muss einfach immer auf gleicher Augenhöhe stattfinden, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Die Chemie muss genauso immer stimmen zwischen Schüler und Lehrer. Mhm. Ja. Man merkt, also zumindest ich habe das Gefühl, man merkt schon, das ist wirklich etwas, was du gerne tust. Also das, ja. Da ist Herzblut dahinter, das ist nicht nur ein Beruf und du hast gesagt, das mache ich jetzt eine Firma, sondern du möchtest das auch tun. Ja, was sind so das, wo du auch sagst, das ist einfach ein schöner Beruf, was macht das für dich aus? Man kriegt einfach wahnsinnig viel Druck, oder? Mhm. Gerade wenn man sieht, wie sich die Schüler entwickeln oder Schüler, die ich schon seit Jahren begleite, schon seit sie in der Unterstufe sind und dann geht man wieder auf den Maturaball und schaut dazu, wie sie auf der Bühne sind. Und ja, das ist einfach was Tolles. Und ja, wie ich vorher schon gesehen habe, es sind bei weitem nicht nur die Noten, sondern die Menschen dahinter einfach, wie sie sich entwickeln, was nachher aus der wird. Das ist einfach das Schöne. Oder auch wie ältere Menschen teilweise wieder die Freude am Lernen entwickeln. Mhm. Wir haben ja bei weitem nicht nur Nachhilfeunterricht, sondern noch drei weitere Säulen, nämlich die Sprachkurse, das Lerncoaching und die Matura-Vorbereitung für Erwachsene. Mhm. Ca. 30% von unseren Klienten sind Erwachsene. Okay. Ja. Und wird natürlich auch viel in Anspruch genommen. Mhm. Gerade solche, die jetzt die Abendmatura noch machen oder einfach diesen zweiten Bildungsweg nachholen, sind dann oft auch froh, wenn sie bei uns im Einzelunterricht noch gewisse Lücken füllen können. Mhm. Weil bei den meisten ist die Schulzeit natürlich auch schon wieder eine Weile her. Und das Lernen, zumindest sagt man so, das Lernen wird ja eigentlich, je älter man wird, wird das Lernen selber schwieriger. Das, natürlich, glaub, das ist so, oder? Vor allem, wenn man nur mal drinnen ist. Oder? Wenn man jetzt schon ein paar Jahre vielleicht irgendwann in einem Beruf gesehen ist und jetzt sollte man plötzlich wieder ins Schulische einsteigen, ist das gar nicht so einfach. Das andere, was viel auch genutzt wird, sind unsere Sprachkurse. Also wir haben ja Sprachkurse in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Mhm. Das wird teilweise von Pensionisten genutzt oder von solchen, die jetzt Englisch brauchen für einen Beruf oder fürs Reisen oder einfach nur zum Spaß, was also auch immer. Auch Weiterbildung in dem Sinn, dass man auch sagt, Mensch, das würde mich jetzt interessieren, ich würde gerne ein bisschen Spanisch lernen, kann man genauso zu euch kommen. Ganz genau, ja, so ist das, genau. Das ist, es klingt für mich also auch wirklich so, das fängt ja von ich sage mal, vom Volksschulkind bis zur Pensionistin, also von, gibt es ja keine Altersbeschränkung. Ich denke, das ist ja auch ganz spannend, da in ganz unterschiedlichen, mit ganz unterschiedlichen Personen zu tun zu haben. Oder? So ist es ja. Also unser jüngster Schüler ist momentan 5 und die älteste Schülerin ist 77. Okay. Ja, das ist ganz toll. Und auch von den verschiedenen Ländern, wo sie herkommen. Also wir haben Leute aus über 25 verschiedenen Ländern momentan. Und wo jetzt keiner zum Deutsch lernen, die bereiten wir ebenfalls auf die ÖSD und ÖIF-Prüfungen vor. Und das ist immer ganz, ganz spannend und wahnsinnig vielseitig und abwechslungsreich. Ja. Man lernt da tolle Persönlichkeit erkennen. Kann ich mir vorstellen, dass da alles irgendwie zusammenkommt, ganz interkulturell, wie man so sagt, und ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ja. Verstehe ich ein bisschen, dass es Spaß macht, das zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt vielleicht, wir könnten jetzt glaube ich noch ganz lange darüber reden, vielleicht auch so eher gegen Richtung Schluss. Wie findet man euch denn? Wenn ich jetzt sage, okay, das würde mich jetzt interessieren, egal ob ich jetzt als Schüler Hilfe benötige oder jetzt selber sage, ich würde jetzt gern Portugiesisch lernen, wie komme ich zu euch? Also wir haben jetzt unsere Räumlichkeit beim Bahnhof in Feldkirch, in der Wichnergasse. Das ist der neu erbaute Wichnerpark, da sind wir im Erdgeschoss. Das ist unser Hauptstandort. Seit Herbst letzten Jahres sind wir jetzt so in Bludenz beim Bahnhof. Und dort haben wir jetzt eine neue Smile-Akademie eröffnet. Und in der Villa Menti in Feldkirch, also das ist gerade ums Eck bei uns, haben wir ebenfalls noch einmal einen Standort. Ja, genau. Also es entwickelt sich auch. Es entwickelt sich, genau. Ja, weitere Standorte sind noch in Planung, aber da verrate ich jetzt noch nicht mehr dazu. Das werden wir dann auf jeden Fall mitbekommen, das ist ganz klar. Ich denke aber auch, wenn man sich sonst mal anrufen oder im Internet, denke ich, über die Homepage gibt es auch mal Informationen,
Ganz genau. Wo man einmal so Vorinfos sich holen kann. Oder? Natürlich, auf der Homepage jederzeit und telefonisch ebenfalls. Wunderbar. Elisabeth, ich sage dir vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich hoffe, du behältst dir auch diese Freude. Es gehört natürlich auch, klar, das ist jetzt ein Unternehmen für dich auch, das darf man ja sagen, aber ich glaube, wenn das Spaß macht, macht auch für dich das Arbeiten immer Spaß, wenn man das gern tut. Ich wünsche dir, dass du das behältst und dass es auch so weitergeht. Jetzt würde ich sagen, stoßen wir noch kurz an. Wir haben da eben schon alles vorbereitet und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in deiner Zukunft und schön, dass du bei uns warst. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl. Das war unser Ländetalk mit Elisabeth Geier von der Smile Akademie. Also wer sich weiterbilden möchte oder vielleicht in gewissen Richtungen etwas Unterstützung braucht, das ist die richtige Adresse. Ja, und ich darf mich jetzt verabschieden. Machen Sie es gut. Tschüss und zum Wohl. Was macht denn ein Unternehmen aus? Wo liegen die Stärken eines Unternehmens? Alles Fragen, die wir mit unserer Sendereihe Unternehmen der Woche klären möchten. In dieser Woche gibt's Einblick bei BOG Informationstechnologie. Informationstechniken und Drucksysteme gibt es in fast allen Vorarlberger Unternehmen. Für diverse Anforderungen braucht es auch maßgeschneiderte Systeme. Seit über 40 Jahren kümmert sich BOG in Dornbirn um IT-Systeme und technische Lösungen ihrer Kunden. Die Wurzeln gehen zurück zu einer Filiale für Bürosysteme in den 50ern. Geschäftsführer Markus Alge hat das Familienunternehmen und den digitalen Wandel so von klein auf mitbekommen. Die Firma wurde ja Ende der 70er Jahre gegründet. Hat also von daher wirklich sehr viel Tradition. Heute hat sich die ganze Welt natürlich verändert und die Bürosysteme ist jetzt eine komplette Informationstechnologie geworden mit Client-Server-Technologie, mit Drucksystemen und mit ERP-Software. Und als ich begann, kam genau die PC-Serie heraus. Die ersten PCs haben das Licht der Welt erblickt und das war dann natürlich wirklich für mich der ideale Startpunkt. Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kunden, unseren Partnern, darf ich fast sagen, ein Werkzeug zur Verfügung stellen, dass sie im Prinzip die EDV überhaupt nicht merken. Dann haben wir den Job richtig gemacht. Im Vordergrund steht also die Problemlösung. Als Experten für qualitativ hochwertige Produkte liefert BOG ein fertiges IT-Konzept auf individuelle Bedürfnisse angepasst. Die Kunden schätzen den ganzheitlichen Service und dass so Zeit für andere Dinge bleibt. Also BOG nimmt uns die wichtige Funktion ab, also dass unsere Systeme funktionieren, jederzeit bereit sind und wir uns nicht mit unseren Werkzeugen und den Systemen auseinandersetzen müssen, sondern wir uns auf den Kunden konzentrieren können. Das macht die BOG aus. Also wir sind seit 40 Jahren circa Kunde von BOG. Wir haben so quasi ein Sorglos-Paket mit BOG, das wirklich sorglos macht. Das ist persönliche Beratung, persönlicher Service, sind Dinge zwischen den Zeiten. Wenn wir da einen großen Umbau haben bei uns, ist der Server quasi unter Wasser gestanden kurzfristig, weil es da einen Rohrbruch gegeben hat. Und da ist dann der Frohwin sofort da gewesen, hat uns da geholfen und da waren wir sehr, sehr froh, dass wir dann so einen schnellen Support da gekriegt haben. Also das hilft natürlich ungemein, wenn man so einen professionellen Partner an der Seite hat. Von der Konzeption bis zur Schulung werden Serverstrukturen, Druckersysteme und ERP-Software angeboten. Die keinen EDVler, keine eigene Technik haben, denen nehmen wir die komplette IT ab. Und designen mit ihm die Lösung, ob er die Lösung im Haus hat oder in der Cloud oder teils eine Hybridlösung. Wir sprechen vom Tourismusbereich, vom Handelsbereich, von Handwerkern, Installationsbetrieben, also quer durch die Bank eigentlich. Das Entscheidende ist, wir sind sehr flach hierarchiert, das heißt, wir sind alle sehr selbstständig. Es gibt nicht diesen Überchef, sondern wir sind richtige eine Partnerfirma und das leben wir auch mit unseren Kunden. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es darum geht, gemeinsam und partnerschaftlich zu agieren. Das gelebte Miteinander und eigenständiges Arbeiten ist es auch, das die Mitarbeitenden von BOG besonders schätzen. Die BOG an sich ist sehr, sehr familiär. Das Unternehmen, ein Ländler-Händler, wir sind nicht konzerngesteuert, wir sind sehr, sehr regional und können sozusagen den Klein- und Mittelunternehmen hier im Land individuelle Lösungen anbieten, ohne irgendwelche Konzernrichtlinien zu verfolgen und sind da sehr, sehr eigenständig.
in diesem Bereich. Mit Blick in die Zukunft ist BOG stets auf der Suche nach IT-Fachkräften, um auch weiterhin zukunftsorientierten Service anzubieten. Prozesstechniklehre bei Flatz. Bei diesem Metallberuf sind Allrounder gefragt. Bist du bereit? Wir erklären, wie einfach es ist, Ihre Selbstständigkeit im Direktvertrieb zu starten. Das sind Anja und Paul. Beide haben schon öfter mal Produkte im Direktvertrieb gekauft, über eine Beraterin direkt vom Unternehmen. Das Vertriebsmodell finden sie toll. Anja gefällt vor allem der persönliche Kontakt von Beratern und Kunden. Paul findet die große zeitliche Flexibilität super. Im Gespräch empfiehlt ihnen die Direktberaterin deshalb, selbst im Direktvertrieb tätig zu sein. Aber wie funktioniert das genau? Im Direktvertrieb vermitteln Paul und Anja als selbstständige Unternehmer die Waren eines Unternehmens. In Vollzeit oder nebenberuflich. Je nach Produkt steigen sie mit einem kleinen Startkapital in das Geschäft ein. Vom Direktvertriebsunternehmen bekommen Sie für Ihre Verkäufe eine Provision. Außerdem können Sie Ihr eigenes Vertriebsnetz aus Beratern aufbauen. Dafür erhalten Sie extra Bonuszahlungen vom Unternehmen. Je mehr gemeinsamer Umsatz, desto größer der Bonus. Und das Beste? Starten im Direktvertrieb ist heute so einfach wie noch nie. Denn viele bürokratische Hürden sind abgeschafft. Die Beantragung einer Gewerbeberechtigung ist kostenlos und die Tätigkeit erfordert keine Qualifikation oder Ausbildung. Als selbstständige Direktberater haben Anja und Paul jederzeit starken Rückhalt durch ihre gesetzliche Interessenvertretung, die Wirtschaftskammer. Dort stehen ihnen die Gremien Direktvertrieb und das Gründerservice mit Rat und Tat zur Seite. Zusätzlich erhalten Sie die Golden Card als Ausweis Ihrer Tätigkeit und der Kurs Direktvertrieb vom Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI vermittelt Ihnen die Werkzeuge zum Erfolg. Und dann geht es auch schon los. So einfach ist es heute im Direktvertrieb zu starten. Wir wünschen einen erfolgreichen Start im Direktvertrieb. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit an die Wirtschaftskammer. Komm mit auf eine afrikanische Trommel- und Tanzreise im Ländle. Workshops gibt es ab 16 Uhr, die Afro-Karneval-Party beginnt um 21 Uhr. Gemeinsam tanzen, gemeinsam trommeln, gemeinsam feiern. Beim Afro-Karneval am Samstag, den 15. Februar im Vereinshaus Wolfurt. Weiter geht's nun bei uns mit einer Gondelfahrt auf den Muttersberg. Andreas Seeburger unterhält sich Ostergondel mit Simon Chan. Es geht und blutet. Und es freut mich, dass wir den Simon Chan da haben, von der Blutenser Volkspartei. Servus, Andi. Grundsätzlich darf man so sagen, du bist Bürgermeisterkandidat. Richtig. Und lang hat es gebraucht, bis jetzt einmal der Gondelplatz genommen hast. Angekündigt haben wir die fälschlicherweise schon mal. Aber richtig. Jetzt hat es geklappt. Vielen herzlichen Dank dafür. Simon, du bist ein bodenständiger Blutenser. Ein junger Kerle. Richtig. Und kommt aus dem Runkeli. Genau. Erzähl einfach einmal ein bisschen deinen Werdegang. Bist du zu Runkeli geboren? Also ich bin zu Blutenz geboren, natürlich, ja. In Runkeli quasi aufgewachsen. Meine Eltern kommen beide aus Runkeli. Und bin dort groß geworden, in einem kleinen Dorf. Ja. Und habe natürlich auch den Werdegang von mir in Blutenz erlebt. Ich bin da in die Schule gegangen, also das heißt im Kindergarten, in Volksschule, in Tourismusschule nachher. Bin dann eine Zeit lang in Innsbruck im Studieren, habe Betriebswirtschaft studiert, bin dann wieder zurückgekommen und arbeite momentan in der Trubetsbrotz. Und Andi, wie du richtig gesehen hast, ich möchte Bürgermeister zu Blutenz werden. Das ist ein ordentliches Unterfangen. Wir kommen nachher später dazu, wir sind ein bisschen in der Stadt gesehen, in der Schule gesehen. Und haben ein bisschen uns umgehört.
Und was er so immer kommt, sage ich, der junge Mann traut sich was. Er ist 27 Jahre jung und übernimmt die Agenten von dem berühmten Mann, die Katzenmeier. Richtig, das wäre das Ziel, das zu übernehmen. Das, Entschuldigung, ja, noch ist es nicht so weit, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung zumindest einmal noch nicht. Danke. Also, wenn es klappt, täte der Stubürgermeister der Stadt Bludenswerder den Mandi ablösen, verdienterweise in Pension geht der Mandi. Das braucht ordentlich Adrenalin. Das ist richtig. Ich habe diesen Schritt quasi gewagt, knapp vor einem Jahr sind sie auf mich zugekommen und haben mich gefragt, Simon, könntest du dir das vorstellen? Und ich habe diesen Mut gefasst und bin absolut überzeugt, dass ich diese Verantwortung trägen kann und die Herausforderung annehmen kann. Ich freue mich riesig, ich mache das Ganze nicht aus irgendeinem unnötigen Grund, ich mache das Ganze, weil mir Blut unglaublich am Herzen liegt, die Leute am Herzen liegt, Städtle am Herzen liegt und ich der Meinung bin, dass Blut ein unglaubliches Potenzial hat, wo wir unbedingt ausnutzen müssen, ausschöpfen müssen. Und mich freut es riesig, diese Aufgabe anzugehen. Noch einmal auf die zartes Alter zum Schwerer kommen, Simon. Hast du, jetzt bin ich ganz böse, hast du die politische Bildung für dieses große Amt? Also ich bin der Meinung und ich stand auch für einen ganz neuen Stil in der Politik. Also ein neuer Stil heißt auch, ich möchte parteiübergreifend schaffen, also ich möchte einfach auch das Beste für Bludenz rausholen. Es geht darum, nicht, dass ich etwas will, sondern ich möchte etwas bewegen in der Stadt. Und jeder, der wo etwas bewegen will und etwas tun will, etwas abpacken will, ist völlig egal, wie alt das der ist, dem muss man die Chance geben, das auch zu nutzen. Du hast das auch in deinen Erklärungen des Öfteren gesehen und publiziert. Wir haben dürfen mit Ländle TV auch an deinem Eröffnungstag, Wahlkampfauftakt, Kickoff dabei sein. Und da habe ich bemerkt, dass du bei deiner Rede, ich muss das wieder sagen, als junger Kerl eigentlich ordentlich Dampf gemacht hast. Auch ein Aufruf zu kämpfen, ja, muss das so sein? Es ist schon fast ein bisschen amerikanisch, ist mir das vorgekommen. Muss das so sein? Also ich bin kein großer Fan von diesem Wahlkampf. Ich bin der Meinung, es hat jeder ein gutes Ziel, eine gute Motivation. Aber am Ende des Tages bin ich der Meinung, wenn man schon ein bisschen Gas geht, denn unser Bluderz, viele sagen, es ist ein bisschen verschlafen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, es hat sich einiges Gutes getan in den letzten Jahren. Aber da müssen wir jetzt einfach auch noch mehr Gas geben und einfach auch ein gutes Bild, eine gute Richtung von Bluderz einschlagen. Und da braucht es aus meiner Sicht einen neuen Wind, einen frischer Wind, einen Quereinsteiger, einen Querdenker, einen Visionär, so wie ich das bin. Jetzt hast du mir ein paar Hölzli geworfen, Politstil haben wir gehabt, dann ist mir eben aufgefallen, du hast es jetzt aber fairerweise gesehen und ich hätte jetzt das eigentlich gefragt, Hago, Bludenz steht doch gerne so schlecht da, Bludenz steht sehr gut da und jetzt kommst du aber mit Sachen, wir müssen Zukunft, wir müssen es noch besser machen und hin und her. Es geht ja fast nicht mehr besser, wenn man jetzt die Innenstadt sieht, wenn man die hergerichtet hat und das haben ja alle Parteien mitgetragen im Rathaus. Also finde ich schon eine Herausforderung. Wo also, will man den ansetzen? Also mein neuer Stil, wo ich immer wieder sage, sollte, ich möchte ein Gastgeber in der Politik sein. Man hat im letzten Jahr einige Wahlen geschlagen. Die Leute sind sehr, sehr vollgepumpt mit Wahlen. Und jetzt haben wir schon wieder eine Wahl höher im März. Und ich bin aber der Meinung, ich möchte Gastgeber sein in der Politik. Ich möchte Gastgeber sein im Rathaus. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste und unsere Aufgabe. Wir müssen für Bürgerinnen und Bürger zu Bludenz da sein und nicht für uns, sondern für die Leute. Und deshalb sollte man das Rathaus öffnen. Weg wirklich von diesen Politstreitereien und diesem Hickhack. Die Türen öffnen für alle da sein und dann können wir gemeinsam mit den Leuten zusammen Bludenz in eine tolle Zukunft führen. Präzisieren wir mal das Wort Gastgeber in der Politik, bitte. Also, ich habe es schon am Anfang erwähnt, ich habe Tourismusschule gemacht, bin viele Jahre im Ausland gewesen, war unterwegs in den verschiedensten
Hotels, Restaurants und deshalb ist mir dieses Gastgeber sie eigentlich mehr oder weniger ans fast Herz in die, ans Herz gewachsen, in die Wiege gelegt schon fast. Und das möchte ich aber auch in der Politik irgendwie darstellen und sie für die Leute einfach auch, wir sind Dienstleister in diesem Sinn. Und deshalb auch immer wieder dieses Wort Gastgeber, komm vorbei auch im Rathaus, reden mit mir, ich möchte zuhören, ich möchte gestalten, ich möchte aber natürlich auch umsetzen. Ganz ein anderes Thema, die Jugend. Die Politik hat es durchgesetzt seit ein paar Jahren. Man möge bitte nicht festlegen, Verzeihung. Man gab 16 Wähler. Mir geht, wie bei der Landtagswahl auch, ich habe da dürfen ein paar Kandidaten in der Gondel begrüßen. Ja. Mir geht, und auch, wir kommen nachher drauf auf die Schüler, mir geht einfach ab von allen Parteien die Jugend. Wo holen die dir ab? Ist das irgendein Thema? Jetzt haben die Leute, die mit 16 wählen, man hat mehr Wahlvolk, bitte das nicht mehr böse verstehen. Und wo holen die ab? Nämlich die Jugend. Die Jugend ist natürlich ein Riesenthema, aber auch ganz, ganz ein schwieriges Thema, die Jugend dazu zu motivieren, natürlich auch zu den Wahlen zu gehen. Ja. Ich bin der Meinung, man muss natürlich auch ansetzen in der Schule schon aber oder daheim. Also du meinst im Sinne, das jetzt? Das ist erstens ist die Möglichkeit gerne zu gegeben, dass man einfach in die Schule reingehen kann als politische Partei und sagen, wir sind jetzt da. Ja. Ich bin der Meinung, man muss die Jugend abholen, wo sie heute einfach sind. Und das ist in den sozialen Medien, sei es Facebook eh schon immer so viel, aber Instagram, mittlerweile auch Snapchat YouTube. Ja. Dort muss man die Leute auch probieren, aber auch auf Sachebene und nicht auf diesen Couleur-Ebenen, sondern auf Sachebene die Jugend abholen und sie dazu begeistern und motivieren, zur Wahl zu gehen, das ist das Entscheidendste. Ja. Auch wählen zu gehen. Ich sage immer auch bei meinen Hausbesuchen, wo ich mache oder wenn ich mit den Leuten rede, wichtig ist, dass sie wählen können. Ja. Und gerade auch bei den Jungen sage ich, gehen wählen, setzen euch ein für eure Zukunft, denn es ist eure Zukunft. Wir sind schon fast drüber, wir haben es im Gymnasium umgehört. Fragen an den Herrn Bürgermeisterkandidaten Simon Can. Bitte eine Antwort. Welche Bindung haben Sie zu Bludenz? Heimatstadt. Was macht für Sie einen guten Bürgermeister aus? Leidenschaft. Was möchten Sie sofort verbessern? Wertschätzung. Was veranlasste Sie dazu, sich aufstellen zu lassen? Mut und Überzeugung. Und jetzt kommt die beste Frage. Inwieweit soll sich Bludenz nach Ihrer Zeit als Bürgermeister verbessert haben? Das ist eine spannende Frage. Da gibt es viele Ansätze. Aber wir sind schon auf 14.01 jetzt schnell. 14.01. Wir dürfen nicht immer nur davor reden, dass wir Alpenstadt sind, wenn wir nur eine sind. Simon, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche wie allen Kandidaten alles Gute. Möge der Bessere gewinnen. Das hoffe ich auch. Und schaffen bitte zusammen. Das ist das Entscheidende. Und wir sagen danke fürs Zuschauen. Danke vielmals für euch. Ciao. Ciao. Was tun in den Semesterferien, vor allem wenn das Wetter nicht immer ganz so mitspielt? Ja, einen kleinen Tipp, den hätten wir jetzt für Sie. In Rorschach springt nicht nur das Herz junger Besucher vor Freude. Im beliebten Trampolinpark kann man sich eben nach Herzenslust austoben. Springen, hüpfen und klettern. Einfach Spaß haben. Das ist hier das Motto. Das Angebot zur Aufstockung des körpereigenen Adrenalins ist ein breites. Wir haben drei verschiedene Bereiche. Wir haben Ninja Curls, Parkour und Trampolinfeld. Und da hat man schon die Möglichkeit, dass man so Spass und Sport oder Bewegung kann kombinieren. Aufgrund des hohen Andrangs wird eine Reservierung empfohlen. Eine Sicherheitseinweisung ist immer mit dabei. Bevor man startet, haben wir immer ein Briefing, wo wir eine Einführung machen, wo wir Sicherheitsregeln durchgehen. Wir haben auch Leute oben auf dem Trampolin, die das Ganze beobachten. Dort haben wir die Unfallquote sehr tief halten. Das Team im Trampolinpark lässt sich immer wieder etwas Neues einfallen. Genau, das ist eine Ninja-Wörre, die ist die Anlage, die wir gerade hier im Hintergrund haben. Und vor allem, wenn jetzt in Deutschland oder auch in der Schweiz, wenn da die Sendungen aufgezeichnet werden, haben wir einmal sehr viele Athleten, die da vorbeikommen, die sich versuchen, fit zu machen für die Show. Was denn am Trampolinpark eigentlich so cool ist, fragt man am besten bei den jungen Besuchern selbst nach. Also dort die Luftmatratze, wo man neue Stunts machen kann, da finde ich mega lässig.
ist cool, wenn man da tun und so kann. Ein Trampolinpark ist einfach für Freunde zum Spaß haben und zum Gumpen und alles. Der Trampolinpark in Rorschach bietet mit seinem breiten Angebot Spaß und Spannung für die ganze Familie. Egal ob groß oder klein, jeder kommt auf seine Kosten. Das Team nimmt unter www.trampolinpark.ch gerne jederzeit Reservierungen entgegen. Das ganze Jahr über dürfen wir ja mit unserer Sendereihe Blickpunkt Industrie die unterschiedlichsten Betriebe aus der Vorarlberger Industrie besuchen. In dieser Woche gibt's Einblick bei Blum. Der Name Blum steht für innovative Produkte, engagierte Mitarbeiter und internationale Marktpräsenz. Bereits seit 65 Jahren besteht das Unternehmen Blum, welches heute zu den weltweit führenden Herstellern von Möbelbeschlägen zählt. Als modernes Industrieunternehmen benötigt Blum Top-Fachkräfte und bildet solche deshalb auch selber aus. Blum geht es dabei nicht nur um theoretisches Wissen, sondern vielmehr um das praktische Umsetzen des Erlernten. Im modernen Maschinenpark steuern, programmieren und automatisieren Blum-Lehrlinge verschiedene Anlagen. Wer so vielschichtig gelernt hat, kann im Beruf vielseitig eingesetzt werden. So sind die 360 Lehrlinge, die derzeit bei Blum in Ausbildung sind, bestens für ihre Zukunft gerüstet. Wir haben 8 Lehrberufe, sind alles Technikberufe. Und dort ist auch ganz wichtig so das Zusammenspiel von den Berufen, weil wir haben dort den Bedarf wirklich von diesen 8 Fachkräfteberufen, wo wir dann anschließend nach einer Ausbildung dringend brauchen. Beim Beschlägehersteller aus Höchst ist man überzeugt, dass Teams umso erfolgreicher sind, je vielschichtiger sie sind. Gruppen aus Burschen und Mädchen, jungen und erfahrenen Mitarbeitern, Arbeitnehmern mit traditionellen oder ungewöhnlichen Ausbildungswegen denken in viele verschiedene Richtungen. Ihre unterschiedlichen Perspektiven schaffen unterschiedliche Lösungen. Also ich arbeite hauptsächlich mit Buben zusammen, aber es ist überhaupt kein Problem. Am besten gefällt mir die Vielseitigkeit. Also ich erlebe jeden Tag was Neues und es ist einfach spannend. Ja, ich habe mich dafür entschieden, nach der Matura einmal eine Lehre zu machen, weil mir das Praktische wichtig ist. Und als ausgelernter Facharbeiter hat man eine gute Jobchancen oder eine gute Perspektive für die Zukunft. Sozialkompetenz wird bei Blum in verschiedenen Workshops und Teams gefördert, aber vor allem auch im beruflichen Alltag. Dabei stehen Teamwork, Selbstreflexion, Verantwortung, Organisation, Sport und Spaß im Vordergrund. So auch im Social-Media-Team. Wir bespielen in unserem Social-Media-Team die Kanäle für Lehre bei Blum. Da arbeiten Lehrlinge mit zusammen, Ausbildner, Ausbildungsmeister und auch Kollegen vom Marketing. Bei uns ist neben dem Fachlichen auch das Soziale wichtig und die Soft-Skills. Da lernen sie halt in Teams zusammenarbeiten. Selbstverantwortung ist wichtig, dass sie sich selber organisieren können. In einzelnen Projekten tüfteln die Lehrlinge gemeinsam an deren Umsetzung. Dabei arbeiten verschiedene Lehrberufe zusammen. So entstanden auch Fidget Spinner, die die Auszubildenden selbst planten. Wir haben ein gemeinsames Projekt gemacht für die Schnupperer, die nächstes Jahr kommen, zum Werkzeug auseinanderbauen. Wir haben insgesamt 4 Lehrberufe daran beteiligt. Die Beschläge von Blum machen das Öffnen und Schließen von Möbeln zum Erlebnis und erhöhen den Bewegungskomfort in allen Wohnbereichen. Auch zukünftig arbeitet Blum an innovativen Lösungen für neue Bewegungstechnologien, um Praxis und Schönheit zu verschmelzen. Nur mit der richtigen Ausbildung ist es möglich, die nötige Fachkompetenz für diese Technologien zu erlangen und einzusetzen. Die Lehre bei Blum bietet dafür das perfekte Sprungbrett für die Zukunft. Wissen Sie, wie viel Zeit im Jahr wir eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen? Eine interessante Frage. Mit der aktuellen Ausgabe Schon gewusst wird diese geklärt.
Schon gewusst, dass jeder Mensch etwa 120 Tage, also 4 Monate im Jahr, nur mit Schlafen verbringt? Dass im Durchschnitt etwa 7,5 bis 8 Stunden Schlaf benötigt werden? Dass der Mensch in den letzten 100 Jahren etwa 2 Stunden Schlaf verloren hat und nahezu 80% der Erwerbstätigen in Vorarlberg über schlechten, gestörten oder nicht erholsamen Schlaf klagen? Und dass ein Schlafmangel von weniger als 6 Stunden ein Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkt, Übergewicht oder auch Depressionen birgt? Wir sind nun schon wieder am Ende von unserem Ländle-TV-Wochenmagazin. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es folgt jetzt noch Fokussport und ich darf mich verabschieden. Machen Sie es gut. Tschüss. Dein Schuss soll zum Schatten im Kreuzeck des gegnerischen Tors werden. Dein eigener Schatten soll bei deinem Antritt blass aussehen. Das richtige Equipment in Sachen Fußball findest du bei Wilhelmer Teamsport in Dornbirn und Van Dans. Diese Sendung wird präsentiert von Admiral. Ich pass. Du gewinnst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Sport. Heute wird der erste Titel in der Alps Hockey League vergeben. Da kämpft der EHC Lustenau um die österreichische Meisterschaft. Finale! Wow! Heißt es in der Rheinhalle in Lustenau. Das Hinspiel um die österreichische Meisterschaft steht auf dem Plan. Gegner der Löwen, RB Salzburg Juniors. Die haben die Feldkircher im Halbfinale mit einem Gesamtscore von 15:2 in die Schranken gewiesen. Wir steigen ein in Minute 6. Stapelfeld mit dem strammen Schlagschuss. Die Scheibe kommt genau zu Tjernström und er lässt sich nicht zweimal bitten. 0:1 für Salzburg. Lustenau kommt zum ersten Mal im Powerplay gefährlich vors Tor. Rasmussen Schuss fällt auf die Hinterlatte. Kurz darauf die nächste 2-Minuten-Strafe für RBS. Karlquist mit der Interference. In dieser Überzahl kommt die Scheibe zu Demuth. Kurze Verwirrung, doch die Scheibe ist schlussendlich im Tor. 1:1, der Ausgleich in Minute 17. Zugleich der Pausenstand. Der zweite Abschnitt beginnt mit einem ordentlichen Check von Kramer, 2 Minuten gegen Lustenau. Die Powerplay-Situation wird zwar überstanden, doch gerade mit Ablauf der Zeitstrafe markiert Karlquist den erneuten Führungstreffer für die Mozartstädter. Eine halbe Minute später, Glenn auf der rechten Seite, Grabherrmeier in der Mitte völlig alleine, umkurvt den Goalie 2:2. Diese Partie macht richtig Spaß. Es geht hin und her. Paul mit der Chance, fährt ums Tor und auf einmal ein Pfiff. Der Schiedsrichter hat diesen Puck drin gesehen. Die Freude der Salzburger hält allerdings nicht allzu lange. Die Referees nehmen jene Entscheidung wieder zurück. Lustenau hat dann den nächsten dicken Fisch an der Angel. Dalwies scheitert jedoch an Wieser. So herrscht weiterhin Egalité zur zweiten Pause. Im dritten Drittel dürfen sich die Gäste über eine weitere Powerplay-Möglichkeit bedanken. Diese Aktion von Herdina wird als Halten gewertet. Naja, in dieser Phase wird die Nummer 7, Varechka, völlig vergessen. Zum dritten Mal die Führung für Salzburg. So gilt es jetzt für Lustenau, jede Chance zu nutzen. So eine tut sich dann auch auf, als Stapelfeld kurz die Sicherung durchbrennt. Nächstes Powerplay EHC. Martin Grabherrmeier verliert die Scheibe. Salzburg setzt zum Konter an, 2:3. Witting wird perfekt bedient und der EBL-Kaderspieler mit dem Shorthander zum 2:4. Lustenau jedoch weiterhin in Überzahl und dieses Mal machen sie es besser. Dalwies legt noch einmal zurück auf Rasmussen, der Anschlusstreffer 3:4.
es um den Gesamtscore aus zwei Partien geht, gingen beide Teams nicht mehr ins Risiko. So nimmt Salzburg einen knappen Vorsprung ins Rückspiel mit. Für Lustenau lebt die Titelchance weiterhin. Albert, heute knappe 3:4 Niederlage gegen die Salzburg Juniors in einem doch sehr emotionalen Spiel. Was sagst du jetzt kurz nach Spielende zum Match? Ja, es war eine hart umkämpfte Partie. Mit dem haben wir gerechnet. Das ist ein Finalspiel, oder das erste von den zwei Finalspielen, und mit dem haben wir ganz normal gerechnet. Also ja, super Spiel. Da leider auch das Rückspiel mit 5:1 verloren ging, kann Salzburg den ersten Titel der Saison bejubeln. Das war's bereits wieder von Focus Sport. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, machen Sie's gut!